Hallo lieber Krebs, herzlich willkommen bei Inbalz Tarot. Gerne möchte ich heute mit dir schauen, was momentan bei dir los ist und worauf das Ganze hinausläuft. Beachte dabei immer auch die Videos zu deinem Mond, Venus und Aszendentzeichen, okay? Okay. Schauen wir mal. Für Krebs bitte. Was ist momentan bei Krebs los, bitte? Ass der Stäbe. Oh. Spürst du das Feuer wieder? Ah. Spürst du wieder das Feuer, diesen Antrieb, dieses Feuer und Flamme sein und für etwas brennen? Und es ist auch, oder? Ass der Stäbe ist gleichzeitig auch eine Fokuskarte. Ja, man geht da etwas hinterher und nichts kann dich davon abbringen. Ja, du hast da Feuer gefangen, Krebs oder ich spüre so eine gewisse Freude auch drumherum. Ja, es kommt mir vor, wie wenn hier schon länger tote Hose war. Ja, sei es geschäftlich oder liebestechnisch, es war so, eine Flaute war da. Ja, es war tote Hose und du freust dich darüber, dass du hier wieder deinen Verstand spürst, deine Lenden spürst, ja, deinen Lendenbereich wieder spürst, dein Herz spürst, deine Hände. Also, es ist so wie eine Wiederbelebung. Okay, du erlebst momentan eine Wiederbelebung und mit Ass der Stäbe ist es nicht so, dass du da wild herumrennst, ja, wiederbelebt wild herumrennst. Nee, du bist da auf etwas fokussiert, du brennst da für etwas und in diese Richtung gehst du. Okay. Gleichzeitig ist da jemand. Der ist neu. Er, sie ist neu. Und also falls das noch nicht passiert ist, es kommt. Dass hier ein Mensch dir auffällt, der eigentlich nicht direkt dein Typ ist. Nicht vergessen, dass jemand nicht dein Typ ist, bedeutet nicht, dieser Mensch ist hässlich. Wobei niemand hässlich ist. Ja, es gibt nur, ja. Man kann nur ungepflegt sein. Hässlich kann man gar nicht sein. Charakterlos kann man auch sein. Gell, da kann man noch so ein schönes, hübsches Gesicht haben. Ohne Charakter ist man hässlich. Ja, gell. Oder die Person, die dir da auffällt, ist jetzt nicht gerade der Typ, den du verfolgst. Nicht, weil es nicht deinem Geschmack entspricht, nicht weil der Typ deinem Geschmack entspricht, sondern entweder du diesen Typ Menschen einfach nie wirklich bedacht hast, ne? So dieses, oh, warte mal, das ist ja auch interessant, oder weil du gedacht hast, dass solche Menschen außerhalb deiner Liga sind, ja, dass du da nicht drankommst, ja, nicht gut genug wärst für so einen Menschen, ja, das gibt es auch, dass Menschen sagen, ja, zu hübsch soll dieser Mensch auch nicht sein, würde mich minderwertig fühlen, oder diese Liga da, die würden mit mir nichts zu tun haben wollen, aber hier hast du jemanden, der die eigentlich nicht Teil deiner Beute wäre, ja. Ist dir hier aufgefallen, die Ass der Stäbe kommt hier auf dich zu, es ist so, wie wenn dieser Mensch zuerst Blickkontakt hergestellt hätte und du den Blickkontakt dann erwidert hättest, aber ich sehe doch alles. Menschen gehen auf einen YouTube-Kanal, ja, einer Hellseherin, und wundern sich dann darüber, dass sie alles sieht. Ne? Nein. Du erwartest ja nicht, dass ich dir was vortanze, oder? Ja, das ist genau das, was ich tue. Page der Münzen, ja, Krebs. Dein Feuer ist da, die Disziplin ist da, du arbeitest an deinen Zielen. Mit Page der Münzen möchte hier jemand dich kennenlernen. Eine sehr positive Person, Krebs, sehr lösungsorientiert. Ja, ich sehe auch jemanden hier, oder du bist hier schon wieder in diesem Modus, ja, diesem, ich muss arbeiten, ich habe keine Zeit, oder in diesem Modus bist du, aber Page der Münzen, ich habe den Eindruck, dieser Mensch ist gar nicht jemand, der auf, also schon auf sowas achtet, aber nimmt das einem gar nicht böse. Also, ja, andere wären beleidigt, nein, Krebs, warum nimmst du dir nicht Zeit für mich? Aber für diesen Mensch, oder dieser Mensch ist der Typ, der antwortet, okay, du kannst dann nicht, ja, dann können wir ja dann. Ja? Und wenn du dann sagst, ja, aber ich habe auch dann keine Zeit, gut, dann machen wir doch anders. Oder machen wir es passend. Also sehr lösungsorientiert, eine sehr, ich spüre hier eine sehr positive,
weiche Persönlichkeit heraus. Ja, sehr umschließend, sehr umgarnend. Okay. Page der Münzen. Ist es das, was neu für dich ist, Krebs? Mal einen positiven Menschen treffen. Hattest du auf andere Weise positive Menschen bisher angetroffen, positiv getestete? Ist neu für dich ein solch, also ein Mensch, der Lösungen sucht, anstatt Probleme zu finden? So kann es nicht gehen, so kann es nicht sein, so können wir es vergessen. Das kannst du vergessen, das kann ich vergessen. Ja? Stattdessen ist hier jemand, der Möglichkeiten erschafft. Königin der Kirche. Ich habe hier König der Münzen liegen. Du Krebs, also ich sag's dir direkt. Diese Geschichte kann nur noch an dir scheitern. Na? Nein, nein. Page der Münzen hier, König der Münzen hier. Klare Absichten, lösungsorientierte Vorgehensweise, ja, passt sich dir an, hat hier mit König der Münzen auch langfristig hier durchdacht. Ja, ist nicht so, dass dieser Mensch dich gesehen hat und total scharf auf dich war. Nee, dieser Mensch hat dich gesehen, hat dann an dir gewisse Merkmale gesehen, Charaktereigenschaften gesehen, in denen dieser Mensch eine Langfristigkeit sieht. Ja, so, oder so dieses, jawohl, oder mit so einem kann ich eine langfristige Beziehung haben. Mit so jemandem kann ich mir das vorstellen. Ja, nicht, ich kann mir eine Nacht vorstellen, sondern ja, mit so jemandem kann ich mir etwas Langfristiges vorstellen und die Bemühung ist auch da. Ja, und Krebs, Entschuldigung, verschlägt mir die Sprache. Krebs, ich spüre die Energie von diesem Menschen, okay? Und ich sag's dir ehrlich, ich sag's dir nochmals, die Geschichte hier kann nur an dir scheitern. Du bist hier mit deinem Kelch, hier ist der einzig Verschlossene bei den, ja, in all diesen Tarotkarten ist der Kelch der Königin der Kelche, der einzig verschlossene Kelch. Du weißt nicht so recht momentan, wo du emotional stehst. Okay, ich trinke kurz Wasser. Bist du diesem Menschen zugewendet? Ja. Beobachtest du diesen Menschen? Ja. Entgegnest du den Blickkontakt von diesen Menschen? Ja, tust du. Aber du fragst dich, inwiefern du in der Lage bist, dich emotional diesem Neuen zu öffnen und das Alte, das du hier versteckt hältst, zurückzulassen. Ja. Und du fragst dich, oder? Ich meine, wahrscheinlich bist du Single, ja? Die meisten hier sind Single. Du fragst dich, ob du auch im Herzen Single bist. Bin ich wirklich Single, Single, Single? Ja? Und kann ich wirklich 100% mit allem hier mitmachen oder nicht? Oder wäre das jetzt eine Geschichte, die ich eben, wie ihn als Terrorist gesagt habe, ja, zum Scheitern bringe, weil ich hier etwas Altes nicht loslassen kann? Ach, der Kelche. Und wie du das loslassen kannst. Ja, du wirst das sowas von loslassen. Okay, ich habe hier Rat des Schicksals liegen. Okay, ich habe hier Ast der Schwerter umgekehrt. Weißt du, wer dir dabei helfen wird, diese Vergangenheit loszulassen und hier das Neue einzugehen, Krebs? Die Person aus der Vergangenheit wird dir dabei helfen. Na, da kommt mit Ast der Schwerter. Habe ich den Eindruck, dass du hier von jemandem aus deiner Vergangenheit, die du nicht vergessen kannst, diffuse Nachrichten bekommen wirst. Diffus. Kannst nicht wirklich sagen, warum dieser Mensch dir jetzt schreibt, was das jetzt soll. Ja, oder Ast der Schwerter umgekehrt, macht Witze und du verstehst den Witz nicht. Ja, das hier ist klare Kommunikation und hier ist Kommunikation und es ist nicht ganz klar. Ja, oder wieso schreibt jetzt dieser Mensch wegen dem, aber wegen dem schreibt dieser Mensch dann doch nicht. Also sehr
unklare Kommunikation aus der Vergangenheit lässt dich dann hier ein für alle Mal die Vergangenheit zurücklassen. Mit dem Rat des Schicksals hier, ja, 10. große Arkana, dreht sich dann hier dein Privatleben hin zum guten Krebs. Manchmal ist das Schicksal gar nicht so unkontrolliert, wie wir meinen. Das ist eine Entscheidung, die du hier triffst, ja, und eine andere Person, der du dich zuwendest, wodurch dann hier das Rad des Schicksals sich für dich dreht. Ich werde hier mit diesen Karten schauen, was hier genau passieren wird, Krebs, und worauf das Ganze hier hinausläuft. Okay. Diese Karten hier werde ich in Bezug auf beide Personen hier fragen, was du vor deinem Gegenüber versteckst, was das Gegenüber vor dir versteckt. Und für jene, die hier und hier keinen Kontakt haben, werde ich hier fragen, wann hier und hier der nächste Kontakt stattfinden wird. Das sind Zeitkarten, die geben uns dann Zeitangaben. Okay. Ich werde den Link zur Fortsetzung Krebs findest du unten in der Infobox, im obersten Kommentar. Falls dir mein Stil gefällt, freue ich mich über deinen Klick auf Abonnieren. Wir sehen uns auf der anderen Seite, und allen anderen wünsche ich alles Gute. Macht's gut. Bye, bye.